So, moin und peace, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr wundert euch jetzt, warum hat er einen Pinsel in der Hand? Heute wird dieser Fahrradanhänger gestrichen. Für euch natürlich ganz gestrichen. Oder vielleicht kommt auch ein zweiten Teil, das werde ich dann sehen. Ich habe da jetzt aber erst gerade gespachtelt. Von dem her mache ich jetzt die Stellen schon mal in der Farbe. Ich streiche den jetzt schon mal an. Guck, ob die Farbe mir wirklich gefällt und so. Und ja, streiche den halt hinten schon mal an. Und dann spachtel ich nachher das andere ab. Und dann kann ich da ja noch drüber machen. Ich habe euch jetzt einen Zeitraffer rein, wie ich das streiche. Und Däumchen schon mal hoch da lassen.
Leute, nächster Tag ist bei mir angebrochen, für euch natürlich in einem Video. Der Hänger ist jetzt so weit in diesem Farbton angestrichen. Es sieht leicht nach Grundierung an, aus, wenn ich, wie ich es finde. Aber es hat auf jeden Fall was Richtiges. So. Das ist jetzt die allgemeine Farbe mit dem Boden, mit dem Braun. Sieht es auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Und ich hau euch jetzt noch mal einen Zeitraffer rein, wie ich jetzt noch ein paar Teile schwarz mache mit Unterbodenschutz. Zeitraffer läuft jetzt wieder. Mann, Leute, mir tut es gerade ein bisschen voll leid. Und zwar habe ich den Hänger ja gestrichen. Und mitten, dem ich den Hänger gestrichen habe, habe ich kurz das Handy in die Hand genommen, weil ich noch gucken wollte, ob das gelaufen ist. Habe es wieder zurückgestellt, weil ich gesehen habe, dass es noch gelaufen ist. Und irgendwie in dem Moment, wo ich es hingestellt habe, wieder hat es ausgemacht. Also es tut mir jetzt richtig, richtig leid. Sorry dafür nochmal, weil ich war jetzt doch fleißig noch und habe den Hänger soweit richtig, richtig schön gemacht. Ihr werdet nachher dann noch ein Carbon davon sehen, von dem Hänger. Ja, eigentlich seht ihr das jetzt. Und ich zeige euch jetzt einfach, was ich umgebaut habe. Dazu schalte ich auf die Frontkamera. Genau, Leute, ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Und zwar ist es dieser Hänger hier. Ich habe ihn jetzt hier so hingestellt. Und zwar ist er jetzt schwarz-matt, beziehungsweise unter Bodenschutz matt lackiert. Schwarz und helles Weiß. Da kann ich euch auch nochmal Marke ausblenden. RAL 7036. Ja, ist die andere Farbe. Und ich finde, dass es eine richtig, richtig krasse Aufwertung ist. Und auch so, wenn man von hier hinten guckt. Bam. Bam. Da wieder ganz normal schwarz. Wie vorher rein theoretisch, dann hier so die Dinger, weil ab und zu ist er zu lang, dann muss man ihn ab und zu mal ein bisschen, wenn man auch fährt, draußen so heben. Und dazu sind die Dinger, damit man nicht immer überall an den Lack hin fest, dass man ihn einfach so nehmen kann. Das auf jeden Fall macht auch Show, finde ich. Lichter habe ich nochmal alle vier frisch hingeklebt. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier alles noch so wie vorher. Das habe ich auch mit euch hier angestrichen. Das macht auf jeden Fall auch richtig, richtig Show auf beiden Seiten. Natürlich hier unten angestrichen. Auch vorne rum. Hier auch wunderschön. Und das sieht halt echt, also wenn man hier so guckt von der Seite so, also in echt, sieht es auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Und dann habe ich mir hier so ein Pfeil, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Das sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß. Das ist aber eigentlich rein theoretisch. Man kann es dann auch so machen, aber so sieht es ein bisschen krasser aus. So, und das ist dann einfach die Auffahrrampe für den Hänger. Ja, falls man die irgendwann mal braucht. Aber hier im Keller steht der normal immer so und dann nehme ich einfach das Ding, zack, und dann kann man einfach ein Fahrrad wunderschön draufschieben. Ja, genau, Leute.
Soweit war es mit dem Hängerprojekt. Es wird natürlich noch weitergehen. Es werden auf jeden Fall noch ein paar Videos von dem Hänger folgen. Und auch der Hänger wird in alle, also der Hänger wird immer in Videos vorkommen. Also, was heißt immer, also halt Abholungsvideos und so. Also der Hänger, der wird auf jeden Fall, werdet ihr auf jeden Fall immer wieder mal sehen. Ja, dafür ist der Hänger ja auch da und ich denke, so ist er auf jeden Fall wieder ein bisschen hübscher, weil die andere Farbe war leer. Ich habe nämlich ein, zwei Stellen gehabt, wo es Schwarzglanz war, weil original ist er ja Schwarzglanz. Natürlich nicht so, wie der jetzt verlängert ist und so, aber ja. Ja. In dem Sinn hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ja, was soll man dazu noch sagen? Er ist auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen schöner. Und ich verabschiede mich jetzt einfach aus dem Video. Ihr kriegt jetzt noch ein paar Bilder, wenn ich den da rausstelle. Ihr kriegt ja noch ein paar Bilder. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen hoch da lassen, Abo da lassen, nicht Abo wegnehmen, weil das ist auf jeden Fall richtig, richtig scheiße. Abo da lassen. Ich blende nochmal hier ein zu 85,7% haben Leute meinen Kanal nicht abonniert. Also, macht das ganz schnell noch. Hier oben steht es jetzt auch nochmal. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Peace und ciao.